Hallo Leute, ja, wir sind hier jetzt mit der Batterie am Laden. Jetzt können wir ein bisschen bewegen, aber wie lange, ne? Und kann er überhaupt docken? Und wann hält er an? Hält er an zu bremsen? Wann bremst er? Er bremst gar nicht. Jetzt hat er angedockt. So, und was war jetzt? Jetzt müssen wir erst Personal haben, ne? Oder wie war das, ne? Ich glaube, nach dem Intro machen wir da weiter. So, dann schauen wir mal. Reparaturlog. Ich glaube, wir wollten Crew erneuern, ne? Das war unser Problem. Warte mal. Was ist denn jetzt hier unser Problem? Das Schiff ist überbevölkert. Eher umgekehrt, ne? Also wir müssen nicht Crew anheuern, wir müssen reparieren. Es fehlen 11 Trinium. Wir haben keine Trinium. Das ist schlecht, wenn 11 Trinium fehlen. Jetzt müsste man wissen, wer da gerade noch abbauen kann, ne? Die sind alle hier wahrscheinlich, ne? Das Reiter 3 ist auch hier. Ich glaube, wir müssen mal gerade in den einsteigen. Jetzt war das Reiter 3 wechseln. Hier sieht es genauso aus wie bei dem anderen, oder was? Können wir hier was reparieren? 24 Trinium fehlen hier. Ah ne, hier das fehlt hier. 24 Trinium. Ich brauche Eisen, ich brauche Titan, Naonit, Trinium und Xanion. Also wir brauchen etwas mehr. Nicht nur das, was wir da gerade gesehen haben, ne? Güterschiff. Hier sieht es genauso mau aus, ne? Schiff ist beschädigt, ist klar, ja. Lass uns mal gerade hier nach dem Power gucken, oder? Ne, das war doch hier, ist es. Aber der hat ja hier wenigstens den Akku noch voll. Das müsste man nur wissen. Ressourcendepot, Reparaturdock. Das ist das Reparaturdock. Also der kann auf jeden Fall dahin fliegen, ne? Der schafft das. Ein Dockingport brauchst du dann nur. Ist ausgewählt, naja. Es gibt nur diese zwei Dockingports hier oben. Oh. Warum treten er sich jetzt gerade in die Richtung? Der Dockingport ist da. Aber da komme ich gar nicht hin, oder? Oder doch? Er bremst doch noch. Ich dachte, der bremst nicht. So, was müssen wir denn mit ihm jetzt hier versuchen? Reparaturdock. Hier fehlen jetzt 994 Trinium, um den zu reparieren. Aber wir kriegen auf jeden Fall welche dazu. Irgendwer baut auf jeden Fall was ab. Das ist schon mal etwas, ne? Ja.
Ja, was machen wir? Das ist eine gute Frage, ne? Momentan ist es wieder schwierig, das alles zu beurteilen hier. So, hier nochmal. Nee, da war falsch. Da ist richtig. Bergbauschiff. Ich weiß gar nicht. Erstreiter, Bergbauschiff. Ja, wir müssen mal einen nach dem anderen gerade reinwechseln, wahrscheinlich. Der hat am wenigsten Probleme hier. Was hat er denn hier oben stehen? Das Schiff ist beschädigt und strukturelle Schäden durch Rekonstruktion des Schiffswiderstands sind wert. Repariert ein Schiff an einem Reparaturdock und am, oder im Baumodus. Ja, aber ich glaube, das kriege ich nicht repariert hier, ne, oder? Na, da fehlen die ganzen vielen Klamotten hier. Okay, das bedeutet, das geht auch so wieder nicht. Ne, da nicht, da. Jetzt müssen wir dahin. Wo ist die Station? Ist hinter uns, okay. Gucken wir mal, dass wir an das Dock kommen. Aber ich glaube, das hilft uns jetzt auch nicht so wirklich, oder? Okay, der hat gute Antriebskraft und gute Bremskraft vor allem. Der hält fast direkt von selber an. Dann kommt der Traktorstrahl, ist ja nur hier die Frage, ne? Gar nicht. Da ist er gedockt. Reparaturdock. Das ist alles kaputt. Und es fehlen 730 Xanion. Ich weiß gar nicht, ob Xanion auch mehr wird. Ich glaube nicht, ne? Ist jetzt ein bisschen schwierig. Schauen wir mal weiter, ne? Das war der Gurke, aber Gurke war mal drin, ne, oder? Gurke ist ja unser Hauptschiff. Da liegt es noch am besten mit. Dann Hammer. Was macht Hammer? Hammer hat auch was da oben und zwar stark beschädigt. Ja. Hammer ist jetzt hier auch schon. Stark wendig das Ding, zum Glück. Kriegen wir den hier auch nebengestellt? Ja, aber den kriege ich auch nicht repariert wahrscheinlich, ne? Genauso wenig wie die anderen. Xanion fehlen 12.000. Hammer. Ja, so heißt das Ding, Hammer, ne? Und das ist auch ein Hammer, was wir hier gerade veranstalten, denke ich. Reparaturdock. Reparieren. Ich glaube, das Ding haben wir jetzt das erste, das ist das erste Schiff, was wir jetzt geschafft haben zu reparieren, ne? Der ist jetzt heile. Der ist jetzt hier nur für den Sektor zu schwach, oder? Ja. Okay, das ist aber schon mal etwas. Da haben wir schon mal einen kleinen Schritt vorwärts geschafft. Ne, hier wollte ich hin. Ne, auch nicht da wollte ich auch nicht hin. Ich wollte hier hin. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier bei dem ja das hier noch normalisieren. Wie ging das denn? Kann man hier irgendwo einen Knopf drücken? Wahrscheinlich nicht, ne? Torpedorampe? Haben wir nicht, ne, oder? Kann ich jetzt hier? Ist das schon passend hier? Nee, ne, oder? Schilder. Hier ist ja nichts drin, ne? Aktive direkte Schilder. Okay.
Das waren jetzt die Lampen. Ach so, hier kann man noch aktivieren und da. Jetzt ist es hier schon ein bisschen schwieriger, ne? Aber es geht, glaube ich, noch, oder? Ist alles aktiviert. Und er hat noch Energie und wir produzieren ein bisschen mehr. Das geht erstmal hier noch. Das heißt, der funktioniert erstmal so, ne? Gut, mit dem sind wir sozusagen durch. Der ist auch schwer beschädigt. Ich schätze mal, jetzt wird es aber schwierig, dass wir überhaupt da irgendwie was reparieren können, weil wir haben ja mit dem anderen gerade schon alles genommen wahrscheinlich, oder? Hier kommt auch wieder kein Traktorstrahl, ne? Ist null aber nicht gedockt. Jetzt ist er gedockt, zum Glück. Können wir hier was reparieren, ist die Frage. Xanion fehlen. 547. Kriegen wir also auch nichts hin. Albatros ist an einer Stelle genauso wie der Traveler. Das ist die Frage, was wir hier machen, ne? Wir kriegen die alle nicht repariert. Wir müssten aber, warte mal, die Lady war. Lass uns in die Lady springen, weil die war funktionstüchtig. Die hatte zwar jetzt ein bisschen das Problem mit den Waffen. Da können wir mal gerade reingucken, dass wir da was haben. Ingenieure 4 und Ingenieure 1. Koaxialgeschützturm. Kann man den da überhaupt dran setzen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Sieht schon mal ganz schlecht aus, weil viel zu groß. Auch zu groß. Ich weiß gar nicht, was ich da hinbauen könnte dann, ne? Nobel LC, aufbereitende Butler, ne. Maschinengeschützturm. Was sagt denn der, wenn ich das denn mal? Du musst deinen Geschütz auf einem Block aus Sani oder besser platzieren. Alles klar, das ist Material das Problem gerade. Trinium. Muss auch Trinium sein. Aber Naonit, das könnte gehen, oder? Ist auch nicht aus Naonit. Hier sind ja schon zwei Türme drauf, ne? Hier hinten wäre dann noch mehr. Was sind das denn für welche? Dann ist das ja. Was war das? Distanz-Doppelshooter, okay. Der geht auch noch nicht mal dahin, ne? Das ist ein Eisenschiff oder was? Jetzt aufbereitende Bergbaulaser, nee. Maschinengeschützturm, der geht, ne? Aber da werden wir auch nicht besser mit, ne? Jetzt haben wir hier noch Eisen, du Dreifachgeschützturm, okay. Haben wir noch einen Platz frei irgendwo? Sieht gerade nicht so aus, ne? Und das ist immer noch nicht, das ist immer noch sehr schwach. Hier ein Stein aus Naonit irgendwo? Nein. Muss ich erst was aufwerten wahrscheinlich, ne? Ist das Titanier? Wahrscheinlich, oder? Wenn das doch Titan ist, ne? Ja, dann müsste man da Titan hinbauen können. Haben wir noch einen, ja. Und noch mehr davon tatsächlich.
Aber das wird auch nicht besser dadurch, oder wie sehe ich das? Ist immer noch sehr schwach. Now nit. Super Doppelkanone. Jetzt reicht's mit den Slots nicht mehr, ne? Lass uns den mal wegnehmen. Aha, der geht, aber so wirklich bringt uns das jetzt gerade nicht, ne? Was? Kriegen wir hier noch so einen dicken dran, ne, irgendwie? Vierfachkanone. Ist hier immer noch schwach. Jetzt aus dem Baumodus rausgeben. Kanone ist nicht schlecht. Aber für diesen Bereich nicht gut. Für diesen Bereich nicht gut. So, nochmal im Baumodus gehen wir. Warte mal. Nochmal aus dem Baumodus raus. Und Energie ist aber noch genug da. Okay. Obwohl, der hier ist jetzt gerade nicht auf 100%, oder? Doch, hier sind sie ja 100%, alles gut. Nochmal in Baumodus rein. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwas hinbauen. Vielleicht machen wir es erstmal mit Nanonit. Dass wir irgendwie Geschützturmbasis Nanonit. Kriege ich das da irgendwo hin? Bisschen größer werden. So machen wir es, ne? Schmeiß das raus. Das ist ein Bergbauer. Distanz Bolter. Nicht genug Slots. Wie ist denn das jetzt, der hier? 196. Hier oben sind noch zwei Waffen. Aber ich weiß nicht, die können wahrscheinlich, haben wahrscheinlich auch nichts gebracht. Doch, es ging. Sagt er jetzt, die Beschleunigung ist sehr gering. Baue mit mehr Triebwerk an, oder? Ja, okay. Der geht dann nicht mehr. Was sind denn noch für Geschütze dran? Das mal weg. Der geht nicht. Habe ich noch irgendwo ein Geschütz, was ich noch übersehen habe, dass ich das wieder abbauen kann? Ja, diese. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt das hinkriegen. Ja, aber es ist trotzdem noch zu schwach. Das bedeutet eigentlich, bau das wieder weg. Das bringt ja sowieso nichts. Und bau neu. Avorion 421. Wo ist der Produktion? Geschützturmbasis 22. Dann Geschütze. Das war jetzt Xanion, ne? Ja, das heißt, wir können da nur Xanion-Geschütze hinbauen. Da ist eins. Was ist jetzt mit dem? Das ist dann ist zu klein, oder was? Gut, das ist nicht schlimm. Dann zaubern wir mal gerade noch diese Plattform etwas größer.
ist er? Der ist es, ne? So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob das klappt. So, jetzt ist da eine Waffe, die etwas größer ist. Nicht genug Slots. Das heißt, der weg. Sieht zwar cool aus, das Ding, aber hilft mir gerade nicht. Ist aber immer noch hier zu lahmarschig. Super Bolter. Hat auch noch nichts gebracht. Ja, das ist jetzt gewesen sozusagen, oder? Und mehr geht nicht, da müsste ich erst ein Ding ins reinbauen. Also lassen wir das erstmal so. Aus dem Baumodus einmal bitte raus. Okay, das ist erstmal so, da kommen wir erstmal nicht weiter. Das hat jetzt keinen sinnlichen Nährwert, da noch was dran zu tun. Und was war das jetzt hier? Das Ding ist, Beschleunigung ist sehr gering. Das heißt nochmal Baumodus. Titantriebwerke austauschen gegen wenigstens Naonit, oder? Und mal eine Spiegelfläche an. Dann, wo ist denn die Spiegelfläche? Ist jetzt nicht gekommen. Also da vorne. Das Schiff spiegelt sich nicht in der Mitte. Ah, ich habe die X-Achse verschoben. Ah, das war jetzt wohl nicht so schlau, oder? Jetzt habe ich es, glaube ich, wieder hingekriegt. So. Achse aus, Baumodus raus. Schiff fliegt erstmal wieder ein bisschen schneller. Wie sieht es mit Energie aus? Ist noch vorhanden, sollte erstmal gehen, das Ding. Aber es ist noch zu schwach, kann ich auch nicht ändern. Sehr schwach oder nur schwach? Ne, sehr schwach. Gut, weiß ich auch noch nicht, müssen wir schauen. Welches Schiff ist das da unten? Ich glaube, das ist das zweite, was ich fertig hatte, ne? Gurke? Ja, Gurke ging. Glaube ich. Ja, müssen wir erstmal so lassen, weiß ich auch noch nicht. Klappt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Und Thomas Stehler ist immer noch am Fluchen. Naja, was soll ich machen? Ich würde sagen, wir lassen es erstmal sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht die Glocken an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.